Oh mein Gott, ja, Alter. Okay. Verräter einer Menschheit. Hoffentlich ordnet meine Drohne bald eine Wenn Signatur. wir unsere Ärsche behalten wollen, dann sollten wir hier schnell wieder verschwinden. Du hast recht, Fox. Hä? Was? Wieso kann ich nicht mehr schnell reisen? Wie geht das so? Okay. Kann nicht mal schnell. Ich hatte ihn mit. Warum nicht? Hä? Was ist denn jetzt? Warte mal kurz. Mal so vielleicht neu laden. Wartet mal kurz, bis ich gleich. Ich glaube, ich guck mal kurz, ob man das Spiel neu starten muss. Das ist irgendwie weird. So, bin wir da? Ja, geht immer noch nicht. Geil, dann können wir jetzt entweder geht jetzt, wenn wir draußen sind. Ich weiß nicht, da muss man immer rauslaufen. Nee, muss man noch nicht, oder? Ach, ich bin irritiert. Okay, weißt du, wir laufen immer zum Ausgang. Ja, piep, piep, piep. Und gucken mal. Ach, hier geht's nicht raus. Ach komm, Fox, geh mal in den Weg. Wo geht denn das hier raus? Oh, ich hoffe. Muss ich jetzt. Wo geht's denn hier raus? Da oder was? Noch da. Da. Verdammt, das stimmt nicht mit mir. Nein. Oh, nicht jetzt. Irgendetwas ist mit mir passiert. Ich glaube, ich beginne die Fähigkeit zu entwickeln, es zu kontrollieren. Ich werde langsam eins mit dem dunklen Elex und seinen Eigenschaften. Genau das ist es, was die Skyans befürchten. Dawkins, ich werde dich finden. Und dann bringen wir das hier zu Ende. Erst Kalan, dann der Rest aller Recheneinheiten Magalans. Ein leiser, aber sehr effektiver Angriff auf unsere Systeme. Ein teuflischer Plan einer emotionslosen Maschine. Fast wäre Cassandra damit durchgekommen. Ach du Scheiße. Ich dachte, mein Spiel stürzt ab.
Ich dachte jetzt eben, wir verwandeln uns jetzt. Ich war nicht sterben. Das war doch keine Kontrolle, oder? Ist das so, als man das kontrollieren lernt? So, oder, das sah eben so aus, als würde ihn die halben Organe raushauen, aber okay. Na gut, wenn er das jetzt kontrollieren kann. Ich bin gespannt, ob wir das Abenteuer überleben, ob wir am Ende das... Ich weiß ja nicht, wann gibt es mehrere Enden? Keine Ahnung. Sehen wir dann alles, ja? Bam! Ich muss ja meinen Schlürfer, ich mach den nicht. Oh ja, das war sehr freundlich. Oh fuck. Nein, ich hab... oh scheiße. Laut. Okay. Das Spiel hat jetzt ins Ohr geschrien eben. Ja, wo irgendwie gegengekommen. Ist gemein, wenn man gerade dann kämpft. Da kommt man nicht so schnell dazu. Oh, noch eine Stufe. Mensch, ich kann ja noch leveln. Na, er sagt nichts dazu. Sieht so aus, als hätten wir die Bedrohung durch die Kleriker eingedämmt. Positiv. Was denn? Kein Lob oder kritische Worte? Negativ. Ah, na schön, machen wir weiter. Fassen wir noch einmal deine Ortungen zusammen. Stand by. So wie ich das sehe, sind die größten Bedrohungen für die sechste Macht erst einmal beseitigt. Negativ. Die Übermacht der Skyans ist immer noch da. Ja, deshalb wird es Zeit, dass wir uns darum kümmern. Positiv. Naja. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Ich habe mich um die störenden Unruheherde in den Ländern der freien Menschen gekümmert. Das wird der sechsten Macht zugutekommen. Es ist an der Zeit, Dawkins aus dem Spiel zu nehmen. Je schneller, desto besser. Zu guter Letzt müssen wir Cassandra dazu bringen, die Pforte zum Hauptformer zu öffnen. Das wird noch schwierig genug. Also lass uns weitermachen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Stand by. Was ist mit der Signatur von Dawkins? Kannst du ihn orten? Negativ. Dawkins befindet sich nicht in Sensorenreichweite. Bleib wachsam. Wir müssen diesen Mistkerl finden. Stand by. Analysiere. Ich habe bald ein bisschen das Gefühl, es ist nur eine... Ach, bald. Heißt, wir müssen ja warten. Kann man hier irgendwo in der Nähe warten? Nee, ne? Das damit. Ja. Ah, haben wir schon. Okay, dann gehen wir einmal zurück zur Bastion. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie ein Bug wäre, dass das Spiel das nicht mehr schnell reisen kann. Aber war es ja nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das alles so gut endet wie im ersten Teil von uns. Ja, ich glaube, ich mache da mal 4 Tage, ne? Warum 4-mal? Ne, 7? Ja, 4-mal. Naja, verdammt. Also hat eh immer das Gleiche. 2-mal. Verdammt, 3-mal. Ja, ich mache mal gleich mehrere Teile, damit auch wirklich Zeit vergeht. Ich weiß nicht, ob man es machen muss. Ich habe mir wirklich keinen Bock, hin und her zu reisen. Das dauert nämlich länger, als wenn wir kurz mal 4-5 Mal draufdrücken. So, verdammt, das ist das Gleiche. Verdammt.
Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ja, so viel ist jetzt nicht mehr. Die meisten haben wir schon hinter uns. Commander, orte Dawkins Signatur im Forma Deltara. Verdammt, wir sind zu spät. Die Skyans haben ihn schon erwischt. Wer weiß, was sie mit ihm in Deltara anstellen. Gut für uns ist das jedenfalls nicht. Empfehle sofortiges Intervenieren. Risiko der Kompromittierung liegt bei 98,6%. Ja, du hast recht. Wir müssen Dawkins da sofort rausholen, bevor die Skyans ihn ausquetschen. Positiv. Weiß nicht, ist das nicht alles irgendwie eine Falle? Ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass es alles irgendwie kann. Adam, okay. Ist alles irgendwie eine Falle ist. Oder wollen die, dass wir versuchen, Dawkins zu retten, damit die am Ende, Das Turm. Hier irgendwo habe ich mal ein paar Lockensiedler verlegt. Also, wenn du sie sehen solltest. Ich spiele schon wieder. Also, die nerven echt bis zum Ende, ne? Ich habe schon einen guten Charakter mittlerweile. Ich habe noch einen Viech, was denn da? Ja. Weil wem können wir überhaupt glauben? Oh, warten, schön vorsichtig. Nichts überstürzen. Ah, oh, das ist jetzt ein Flussviech, ne? Ja. Oh, der lief gut. Ich weiß ja, wie ich mich ein bisschen dämlich anstelle, aber ich finde die irgendwie voll schwer. Weil so schwer sind sie eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es das gleiche wie sonst auch immer. Also, die gleiche Kampfart, aber irgendwie diese Flussviecher da, oder auch diese anderen da. Irgendwie kann auch noch ein bisschen anstellen. Machen wir schnell. Ich wäre gerne vor dem Abendessen wieder zu Hause. Alter, so. Endlich. Ich dachte schon, ich finde dich nie. Jax, du hier? Bist du gekommen, um mein Leben zu retten? Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, was ich mit dir anstelle. Ramm ich dir gleich meine Waffe in den Rachen oder erst später, nachdem du erklärt hast? Ah ja, sie haben mit dir gesprochen, nicht wahr? Du hast mit den Skyans geredet. Wundert dich das? Damit musstest du doch rechnen, dass deine Geschichte nicht ewig geheim bleiben würde. Nein, aber ich hatte gehofft, dir das alles in Ruhe erklären zu können, bevor es die Invasoren tun. Dazu hattest du mehr als einmal die Gelegenheit. Ich glaube eher, du hättest das alles mit ins Grab genommen, wenn dich die Umstände jetzt nicht dazu zwingen würden. Na schön, aber wollen wir nicht erst einmal hier verschwinden und dafür sorgen, dass wir nicht... Du gehst nirgendwo hin. Wir reden jetzt erst einmal über deine Vergangenheit und über all das, was du mir und der Menschheit angetan hast. Tja, was habe ich für eine Wahl? Dann lass uns darüber reden, wenn es unbedingt sein muss. Seit wann wusstest du von diesem Meteoriten und seiner Kollision mit Magallan? Vor oder nach deinem Plan vom ewigen Leben? Der Meteorit war nicht der Anfang. Es dauerte nur 5 Jahre nach seiner Sichtung, bis er auf Magallan einschlug. Doch viele Jahre zuvor, ich war noch ein Mann, der mitten im Leben stand, als ich das erste Mal eine viel wichtigere Erscheinung am Himmel beobachtete. Die Singularität. Sie war faszinierend. Alle Beobachtungen, all die Berechnungen, all die Forschung, die ich an ihr betrieb, waren schweißtreibend und überwältigend. Sie war die Antwort auf alle Fragen, die sich die Menschheit jemals gestellt hatte. Und noch viel mehr als das. Doch ich hatte nicht genug Mittel, um ihre wahre Natur zu ergründen. Wenige Jahre später wurde die Infinite Skies Corporation gegründet. Und ich war ein Teil von ihr. Ich hatte unbegrenzte Mittel zur Verfügung.
Ich konnte das, was ich am Himmel sah, einfach nicht fassen. Dieses Ding schien alle Regeln der Wissenschaft auf den Kopf zu stellen. Doch die Ergebnisse meiner Forschung und die Lehren, die ich aus dem Verhalten der Singularität ziehen konnte, brachten mir nicht nur Ruhm und Anerkennung bei meinen Kollegen. Viele unter ihnen versuchten, meine Forschungen zu denunzieren. Aber ich forschte weiter und stieß bald an meine Grenzen. Wie hast du das Elex erschaffen? Ich habe es nicht erschaffen. Es war immer schon da. Sie ist es. Die Singularität. Das Elex ist ein Teil von ihr. Es musste nur noch modifiziert und an uns Menschen angepasst werden. Mir wurde meine eigene Vergänglichkeit immer bewusster und mir wurde plötzlich klar, dass ich die Früchte meiner eigenen Arbeit niemals ernten würde, wenn ich nicht... Der Plan vom ewigen Leben. Ja, auch bei diesem Plan konnte mir die Singularität helfen, ihn in die Tat umzusetzen. Aber das konnte ich nicht hier auf Magalan. Man musste hoch, zu ihr. Nur dort herrschten die notwendigen Bedingungen. Doch hätte eine Reise zur Singularität viel zu lange gedauert. Ich musste erst einmal etwas entwickeln, was uns zu ihr bringen würde. Eine Technologie, die ihr alle schon seit Jahren, seit dem Krieg gegen die Alps am Himmel beobachten könnt. Du meinst diesen seltsamen Ring am Himmel, den der Hybrid erzeugt hat? Ja, genau. Es ist ein künstliches Wurmloch. Eine Brücke von dieser Welt zu einer anderen. Meine Wissenschaftler sind durch dieses Wurmloch hindurchgegangen und als höher entwickelte, unsterbliche Wesen nach über 160 Jahren zu uns zurückgekehrt. Das ist so krass, ne? Dass wir eigentlich gegen deine Kollegen kämpfen. Und dass es auch mal Menschen waren. Ich meine, das ergibt aber alles Sinn. Und es ergibt alles Sinn. Also, naja, wo man sich am Ende sagt, ja gut, ich habe echt gedacht so, boah, okay, vielleicht sind das so menschenähnliche Aliens, weil man hat sich da einfach so ein bisschen den Menschen bedient und so. Oder das sind halt einfach Aliens. Aber es ergibt alles Sinn. Das ist schon ziemlich... Warum bist du nicht selbst dorthin geflogen? Warum hast du es anderen überlassen, deinen Job zu erledigen? Der Meteorit, ein Felsbrocken von ungeheurer Zerstörungskraft, tauchte auf. Ich hatte die Befürchtung, dass, wenn ich mit ihnen gehe, wir später zu einem Planeten zurückkommen, den der Meteorit in Schutt und Asche hätte legen können. Das hat er dann auch getan. Und du hast es nicht verhindern können. Egal, ob hier oder an einem anderen Ort der Galaxis. Es war nicht die Frage, ob er auf Magalan einschlagen würde, sondern würde die Menschheit diese Katastrophe überleben? Ihr hättet den Planeten retten können. Ihr hättet die Flugbahn des Meteoriten mit euren Raumern verändern können. Das habe ich doch versucht. Ich habe solche Projekte wie Cassandra und Kalan überhaupt erst ins Leben gerufen. Doch die Menschen sind... Naja... Wenn erst einmal die Panik ausbricht, dann ziehen die wenigsten am gemeinsamen Strang. Wie ist das erste Elex auf den Meteoriten gelangt? Meine Cassandra-Wissenschaftler mussten sich beeilen, sobald sie bei der Singularität angelangt waren. Schnell hatten sie ihren ersten Erfolg. Das blaue Elex, das sie mit einer Trägerrakete zu uns zurückschickten. Doch es wurde ziemlich schnell klar, nachdem sie gestartet war, dass sie Magalan niemals erreichen würde. Ein fataler Rechenfehler, den sie nicht mehr beheben konnten. Doch konnte die Rakete den Meteoriten erreichen, der sich uns näherte. Und so lenkten sie die Trägerrakete in seine Richtung. Das Elex war hier und ich konnte meine Arbeit aufnehmen.
Und du konntest dein armseliges Leben verlängern mit dem Ding, das Millionen von Menschenleben forderte. Ja, das ist tragisch, aber die Wahrheit. Wie ist es dir gelungen, all diese Wissenschaftler an Bord von Cassandra zu schmuggeln, ohne dass jemand Wind davon bekam? Anfänglich wusste niemand etwas über den Meteoriten oder irgendwelche Raumer. Und als diese Dinge bekannt wurden, habe ich meine Forschungen auch mit allen geteilt. Es war genug da, um viele Menschen, vielleicht sogar alle, zu retten. Doch Cassandra sollte mein Projekt werden. Ich hielt es geheim, weil ich wusste, naja, der Grund, warum Kalan niemals abgehoben ist, liegt ja auf der Hand. Die Menschen hatten sich zerstritten und jeden Fehler oder Problem auf den anderen abgewälzt. Dieses Schicksal sollte Cassandra nicht teilen. Also hast du alle aus dem Weg geräumt, die es hätten ausplaudern können. War es nicht so? Das ist in der Tat ein dunkles Kapitel. Und ich möchte ungern daran erinnert werden. Deine Wissenschaftler oder was auch immer sie heute sind, sprechen von der Singularität, als wäre sie eine Gottheit. Ist sie das denn nicht? Sie birgt Geheimnisse, die selbst ich in Tausenden von Menschenleben an Forschung niemals ergründen könnte. Sie spendet das ewige Leben. Sie erschafft neue Lebensformen aus dem Nichts. Sie entscheidet über unser aller Leben und Tod. Prinzipal Tayak sagte, dass sie sich auf uns zubewegt. Sie wird bald hier sein und mit uns kollidieren. Und nach allem, was ihr mir erzählt, ist das etwas völlig anderes als ein einfacher Meteorit. Sie wird uns alle vernichten. Was ist sie also anderes als die pure Göttlichkeit? Hör auf, mich zu verarschen, das bringt uns nicht weiter. Wie verhindern wir das, du Genie? Es gibt Wege, die die Skyns schon seit der Sichtung ihrer Annäherung eingeschlagen haben. Das ist es, was die Skyns antreibt. Das ist es, was sie tun. Darum sind die Menschen, die ihren Plan durchkreuzen wollen, verzichtbar und werden vernichtet. Ach ja? Und wie soll dieser Plan aussehen? Alles zu seiner Zeit, Jax. Wir müssen erst einmal diesen Krieg überleben, bevor wir uns mit dem nächsten befassen können. Warum die DNA-Replikation? Warum hast du deine Gene mit mir geteilt? Ich versuche schon seit vielen Jahren, den Planeten auf die Ankunft der Skyns vorzubereiten. Die Alps und ihre Direktive sollten mir dazu verhelfen. Wir waren auf einem guten Weg, wie du weißt. Doch nachdem die Alps damals die ersten Konverter in den Ländern der freien Menschen errichtet hatten, wendete sich das Blatt. Der Hybrid, der ich einst war, spürte die Widerstände im Volke der Alps. Vor allem unter den Technikern gab es viele Zweifler und Saboteure. Die Gründung einer feindlichen Untergruppierung der Separatisten war nicht mehr zu verhindern. Doch es gab dich, einen höchst effektiven und selbstbewussten Commander. Deine Willensstärke war schon damals sehr groß. Ich führte also eine Replikation meiner eigenen DNA bei dem mental stärksten Alp durch, um mich und mein Vermächtnis zu schützen. Ich schaffte damit so eine Art Hintertür für mich selbst. Unter anderem, weil ich viele Dinge in meiner Kapsel des Hybriden nicht mehr selbst tun konnte. Wie zum Beispiel, mich fortzupflanzen. Das erklärt auch dein Interesse an meinem Sohn. Du wirst ihn nicht mehr anrühren. Dafür werde ich sorgen. Deine starke Willenskraft hat nach der Replikation noch einmal immens zugenommen. Du warst der Einzige, der sich gegen die Beförderung zum Elexitor wehren konnte.
Auch der Einbau eines Kontrollchips in deinem Kopf hatte wenig Effekt. Einer der Gründe, warum ich dich zur Erstellung und Führung der sechsten Macht erwählte. Wenn jemand die Skyns aufhalten kann, dann du. Ja, danke. Danke fürs Kompliment, aber ja. Wieso ein Kompliment, ne? Wir haben so eine starke Willenskraft. Ich meine, wir haben eine übel starke Willenskraft. Also ich meine, wir sind ja... Uns kann ja bald gar nichts anhaben. Woher diese große Willensstärke? Was hast du mit mir gemacht, dass selbst die Skyans sie nicht verstehen? Die Gabe, besonders große Macht über das Elex auszuüben, ist in der Konstellation und Harmonie der DNA eines Individuums begründet. Die Willenskraft eines Individuums ist eine dieser Gaben. Es gibt auch noch andere. Übermenschliche Kreativität oder Vorstellungskraft. Auch übermenschliche strategische oder mathematische Problemlösungsfindung. Du und ich sind nicht nur humanoide Anomalien, wie die Skyns uns weismachen wollen. Wir sind Elementare des Elex, mein Freund. Unsere Gaben geben uns die Macht, über uns selbst und das Schicksal der Welt zu bestimmen. Warum die sechste Macht? Warum so ein Aufwand? Die Skyns wollen den Planeten planieren. Schon vergessen? Und ich werde sie nicht mehr daran hindern können. Für sie bin ich mittlerweile der Feind und nicht weiter einer von ihnen. Wer kann es ihnen verdenken? All diese komplizierten Dinge, all diese Jahrzehnte, die hinter uns liegen, was für ein Aufwand! Das ist der Preis für das ewige Leben. Und ich zahle ihn. Leider zahlen ihn auch alle anderen Menschen für dich mit. Du bist ein Mörder. Und wie würdest du das bezeichnen, was die Skyns gerade mit den Menschen anstellen? Was haben wir denn damals getan, als wir die Konverter gebaut haben, um aus den Menschen das Elix auszuquetschen? Was willst du, Jax? Gerechtigkeit? Weltfrieden? Dann doch lieber die Möglichkeit, vor Gott selbst zu treten und das ewige Leben zu empfangen. Du hast mich immer angelogen und eine Marionette aus mir gemacht. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich quittiere hier und heute meinen Dienst. Wir müssen uns nicht bekämpfen, Jax. Doch, das müssen wir. Sonst werde ich mich nie aus dieser Knechtschaft befreien. Na schön. Ganz wie du willst. Aber rechne nicht damit, dass ich mich kampflos ergebe. Doch sollte ich gewinnen, dann sei dir gewiss, dass ich auch dein Vermächtnis mit Würde vertreten werde. Wir beenden das jetzt. Ganz wie du willst. Mach dich bereit. Okay. Krass. Oh. Ah, die gleiche Waffe wie ich. Dann können wir mit dem Feuer.